Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen FLOG. Wir haben es gerade ein bisschen eilig, weil Samira und ich heute noch Karten haben für ein Zirkus-Event in Nürnberg. Also, ich glaube, vielleicht kennt ihr das jemand, Flickflack Christmas Show oder sowas heißt. Ich glaube, es gibt es auch in mehreren Städten. Da gehen Samira und ich heute Abend noch hin. Und es ist jetzt gleich auch schon Abfahrt, weil, ich sag's euch Leute, Samira ist mal so eine, später, wenn wir eine Familie haben, wird die auch wenn der Flughafen irgendwie eine halbe Stunde von uns weg sein wird, die wird trotzdem noch Butterbrote schmieren und wir werden ein Zelt aufschlagen können, bis der Flug losgeht. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Schatz, man kommt nicht zu einer Veranstaltung 10 Minuten, bevor sie anfängt, an. Wir müssen da jetzt noch mindestens 20 Minuten hinlaufen. Und da geht... Ach, komm. Also, Leute, es ist jetzt 19.09 Uhr. Die Veranstaltung fängt um 20 Uhr an. Hey, ja, Schatz, bis wir da sind, unsere Plätze haben, gibt's da was zu essen? Kann man sich da noch einen kleinen Snack einverleiben? Hoffentlich gibt's da eine Toilette. Das ist das Wichtigste. Ja, bin ich auch mal gespannt. Wenn, dann gibt's bestimmt keine richtigen. Oh, da muss ich auf den Weg. Ja, wir sind auch mal gespannt, weil das ist halt ein Zirkuszelt. Keine Ahnung, ob es da jetzt warm drin ist oder ob es da kalt drin ist. So krass, ich habe 4 Schichten jetzt an. Ja. Wenn es da jetzt warm drin ist, dann heulig. Ich bin ganz normal angezogen. Ich habe meine Karte darauf gesetzt, dass man alles normal sein wird. Und Happy ist gar nicht angezogen. Der ist mal wieder nackig und happy. Happy ganz normal. Schau dir nicht so an. Ja. Ich hatte nicht so an, dass... Hey, hör mal auf, jetzt mal Schluss, ja? Naja, wir gehen jetzt mal los. Wir haben unser Plätzchen gefunden. Ich kann euch schon mal sagen, es ist auf jeden Fall beheizt. Die kleine Maus hier ist ziemlich warm angezogen. Der hat gerade schon aufgezählt, was sie alles anhat. Es hat sich so angefühlt oder auch so angehört, als hätte sie gedacht, das Ding würde hier irgendwo im sibirischen Kaltwinter stattfinden. Es ist auf jeden Fall eine schnuckelige, kleine Arena. Arena, ja. Stehkampfarena. Wir haben die schlechtmöglichste Kategorie, die man haben kann. Und das Witzige ist, man sieht aber trotzdem halt perfekt und der Platz direkt neben Samira, also der hier, war einfach 10 Euro teurer als unsere und ist einfach komplett gleich. Ja. Ich will damit sagen. Sieht so schrecklich aus, wenn man so Geld. Ich will damit sagen, ich habe ein Schnäppchen gemacht, Samira. Mhm. Also Leute, Samira hat gerade noch geduscht, deswegen kann sie jetzt leider nicht an unserem Fazit teilnehmen, weil sie sagt, sie sieht nicht mehr vorzeigbar aus. Kurz und knapp, das war eine 10 von 10. Also wirklich, ich empfehle jedem von euch nochmal, geht mal in den Zirkus. Ich war das letzte Mal in dem Zirkus, da war ich glaube ich gefühlt halt 6 oder 7. Und das heute war der Beweis dafür, dass ein Zirkus wirklich keine Tiere braucht. Das war unglaubliche Show,
von Anfang bis Ende, es ging 2,5 Stunden, inklusive Pause, die vielleicht 20 Minuten war, also reine Show waren locker 2 Stunden. Es waren so viele verschiedene Artisten, jegliche Art, es waren diese Motorradfahrer, es waren Akrobaten, es war alles Mögliche dabei, es waren Bauchredner dabei, es waren witzige Sachen dabei, also wirklich für jeden was dabei. Wir haben gesagt, diese 29 Euro, die wir für ein Ticket bezahlt haben, waren eigentlich viel zu wenig. Wir wären bereit gewesen, da viel mehr dafür zu bezahlen, weil es wirklich richtig tolle Unterhaltung war. Und es war auch irgendwie so, also es hat alles auch mal so gezeigt, was denen als Berufsgruppe während Corona gefehlt haben muss. Die konnten ja einfach gar nichts machen. Die konnten halt 1,5 Jahre überhaupt nicht auftreten. Und deswegen war das heute Hammer. Die haben Standing Ovations bekommen. Jeder war total begeistert davon. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob Zirkus Flickflack, ob es ihn deutschlandweit gibt oder ob die jetzt nur in Nürnberg sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Nürnberg noch bis zum 6. Januar ist. Und eigentlich gibt es jeden Tag eine Show, sogar an Heiligabend gibt es eine. Manchmal an den Wochenenden gibt es 3 verschiedene. Holt euch Tickets dafür. Ich verlinke es euch mal in der Infobox und dann viel Spaß. Ach, und was uns auch noch aufgefallen ist, man hat einfach gesehen, wie die einzelnen Artisten das so genossen haben. Man hat denen angemerkt, dieser Applaus, was es denen wert war. Und man hat denen angemerkt, wie toll die das finden, dass ihr Beruf einfach ihre Leidenschaft ist. Man hat denen so richtig Feuer im Auge gesehen. Das war richtig, richtig toll. Also die haben richtig dafür gebrannt. Und irgendwie hat man sich auch total gut gefühlt, das zu unterstützen. Obwohl man einfach nur ein Ticket gekauft hat und dahin gegangen ist. Also für uns war das so viel, viel mehr wert als ein Abend zu Hause, viel mehr wert als ein Abend im Kino, viel mehr wert als mal essen zu gehen. Also ich empfehle es euch einfach nur, weil es mal was anderes ist und weil man die damit unterstützen kann. Und es war einfach, ja, ihr merkt es, es war einfach richtig toll. Richtig, richtig tolles Wetter. Happy und ich waren gerade schon draußen, haben Morgenspaziergang gemacht. Heute war ein Hund aus der Hölle, sage ich euch. Der hat an der Leine gezogen, hat mich einmal quer durch den Park gezogen. Ich hasse das, da werde ich richtig sauer. Aber naja, auch da muss man durch als Hundebesitzer. Ich habe mir in den letzten Tagen so ein Büchermüsli gemacht. Also quasi einfach dieses Müsli mit einem Apfel, den man halt quasi einfach so in Stücke reibt und dazu wird Milch drüber gemacht. Ich habe mir dann nämlich mal so ein Müsli von meinem Müsli geholt, so ein Büchermüsli. Eigentlich habe ich mir das nur gekauft, weil ich diesen Müslibecher, also da ist oben noch so ein Teil da drauf, weil ich den haben wollte und ab 10 Euro Bestellwert gab es das dazu. Aber ich bin mal gespannt, wie du schmeckst. Also es ist auf jeden Fall sehr gesund, sind halt viele Haferflocken, dann natürlich der Apfel. Man kann es auch mit Wasser und Orangensaft machen, also man muss es einfach einmal drüber geben und dann halt über Nacht im Kühlschrank lassen mit Frischhaltefolie drüber. Sehr gesund. Ob es schmeckt, schauen wir mal. Der Mister versucht hier gerade nochmal alles aus seinem Essen rauszuholen, was rauszuholen ist. Happy. Essen ist eigentlich schon beendet, da ist nichts mehr drin. Hallo, da ist nichts mehr drin. Happy hat auch mal wieder was zu essen bekommen. Wir bestellen ja immer ziemlich viel für ihn. Eigentlich hat er auch noch ziemlich viel. Hier unten sieht man noch die letzte Ration. So eine Dose reicht ungefähr einen Tag und eine halbe Mahlzeit. Das heißt, er frisst 600 Gramm am Tag, 800 sind in jeder drin. Und er kriegt ja extra immer nur so ein besonderes Futter. Also entweder immer nur Ente oder Hase als Monoprotein. Ja, der Kleine kriegt sonst Flitzekacke. Aber jetzt ist mal wieder damit, es sind glaube ich 48 Dosen haben wir gekauft. Das heißt, es ist mal wieder mindestens 1,5 Monate für Ruhe gesorgt. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Ich weiß noch, dass ich in einem Vlog erzählt habe, dass ich mir schon so ein bisschen Sorgen mache mit Strom- und Gaspreisen, dass die so hoch sind. Und wirklich, ich sage ja immer, alles im Leben wird gut. Alles geht immer gut aus. Als ich aus Berlin weg wollte und einen Job in Nürnberg gesucht habe, hat es immer ein bisschen gedauert, bis einer tatsächlich da war. Ich war einmal zum Vorstellungsgespräch da, das hat dann mir nicht so gut gefallen. Und es ist immer alles gut geworden. Ich habe immer den perfekten Job gefunden, den ich haben wollte.
Auch so immer alles gut geworden. Und jetzt, ich motz einen Tag, dass ich mir Sorgen mache wegen Strom- und Gaspreisen. Und ohne Witz, 2 Tage später kriegen wir eine E-Mail, weil ich unseren Gastarif gekündigt habe. Und eine Rückzahlung von 830 Euro. Das heißt, wir haben in 6 Monaten haben wir 900 irgendwas Euro bezahlt, aber eigentlich nur 93 Euro Gas verbraucht. Und das, obwohl wir hier warm Wasser über Gas haben. Das heißt, wir haben da richtig krass gespart. Na klar, es war auch Sommer, wir mussten nicht heizen. Aber dafür haben wir uns jetzt gedacht, kriegt Happy direkt mal erstens ein neues Bett und zweitens mal wieder ganz, ganz viel Futter, damit wir das auftürmen können. Riechst du schon? Na, mein Schatz? Ja? Kuckuck! Schokuck, Kuckuck, Kuckuck! So, Samira hat einen Abflug gemacht. Die ist mit ihren Geschwistern in München. Die machen so eine Art Masterabschluss, weil ich glaube, jeder von denen jetzt mittlerweile seinen Master hat und feiern das so ein bisschen mit gemütlich essen gehen mit ihrem Papa und gehen in den Escape Room, bla bla bla. Das heißt auf jeden Fall mal, dass Happy, die süße Maus und ich, dass wir jetzt erstmal alleine sind, gell? Junge, muss das sein? Männerwochenende. Männerwochenende. Wir waren jetzt gerade noch 1,5 Stunden spazieren. Es ist so schön da draußen. Richtige Winterlandschaft, richtig toll. Freut euch eigentlich schon auf Weihnachten? Also ich freue mich schon auf Weihnachten, weil wisst ihr, was das Beste an Weihnachten ist? Wenn ihr eine große Schwester habt. Ich glaube, ich habe jetzt ungelogen, Mama, Papa, falls ihr das seht, abschalten, geht euch nichts an. Ich habe jetzt ungelogen, bestimmt 3 oder 4 Jahre, kein Geschenk mehr für meine Eltern kaufen müssen, weil immer meine Schwester sich drum kümmert und ich ihr am Ende das Geld einfach überweisen muss. Also besser geht's ja wohl nicht. Und dieses Jahr kommt es noch viel besser, weil wir selber, und das hat sie so gewollt, uns auch noch nichts schenken. Das heißt, sie hat sich wieder mal um die Geschenke für meine Eltern gekümmert und will selber noch nicht mal eins. Und Samira und ich schenken uns ja nie was, also besser geht's nicht. Ich muss mich einfach um gar nichts kümmern. Ich werde einfach nur beschenkt. Was soll ich sagen, ne? Man lebt. Naja, Freunde, was mir letztes auch mal aufgefallen ist, kurzer Real Talk an der Stelle. Ich war vor ungefähr 1,5 Wochen oder sowas auf einer WG-Party in Bamberg eingeladen, bei einer ehemaligen Kommilitonin. Und die wohnt in so einer richtigen WG, also so eine richtige Studenten-WG zu viert. Wie man sich das vorstellt, die haben eine WG-Party gemacht und ich hab richtig Lust gehabt und ich hab auch so mit den Leuten mal wieder die zu sehen, ist natürlich richtig cool, aber ich habe auch so richtig gemerkt, ich bin aus diesem Game als Student einfach so krass raus und früher, da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da mal raus sein sollte, da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen mal, dass ich lieber arbeiten gehen würde und es ist so krass, wie es einfach wirklich stimmt, dass ich die Lebensphasen ändern und man mit jeder Lebensphase anders glücklich wird. Früher dachte ich immer nur dieses Party machen, nur dieses Studenten da sein, nur dieses Jungsein mit allem, was dazugehört, das kann mich so glücklich machen, aber es ist einfach komplett anders. Mittlerweile bin ich in so einer Lebensphase, wo es mich total glücklich macht, zu Hause Samira und Happy als Familie zu haben, zum Fußball zu gehen, zur Arbeit zu gehen und so einen richtig geregelten Alltag zu haben. Und auf dieser WG-Party, ich war komplett lost, also ich sag's euch, wie es ist. Ich habe natürlich auch Spaß und ich gehe auch immer noch gerne in den Club, tanzen, alles Mögliche. Aber ich war so lost auf dieser WG-Party, weil ich das Gefühl hatte, die führen mittlerweile ein ganz anderes Leben als ich. Und das ist jetzt nicht negativ, weil die sind mit ihrem glücklich und ich bin mit meinem glücklich. Naja, könnt ihr mal erzählen, wie das bei euch ist. Vielleicht gibt es ja schon den einen oder anderen, der das Gleiche erlebt hat, der während dem Studium dachte, wow, das ist es. Und danach irgendwie gemerkt hat, so das, was danach kommt, hat ihm auch ganz gut gefallen. Oder vielleicht ist es auch ganz anders und ihr denkt euch, boah, ich wäre so gerne nochmal Student. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und mal erzählen. Bin sehr gespannt, ob ich da der Einzige bin, dem es so geht.
Naja, Freunde, das war's auf jeden Fall mal wieder von uns. Und mit uns meine ich Happy und mich. Samira hat uns hier im Stich gelassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Lasst sehr gerne ein Like da, lasst sehr gerne einen Kommentar da und lasst noch viel lieber ein Abo da, damit ich euch noch viel öfter auf die Nerven gehen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace.